Herzlich willkommen auf Giga 2 am Dienstag. Christian und ich haben uns was ganz Besonderes für euch hier heute überlegt. Wir haben eine kleine Retro-Sendung gemacht. Genau. Kennt ihr das noch? Ist das geil oder was? Ich freue mich. Und wir haben uns gedacht, nehmen wir mal ein paar Spiele mit. Nein, ja. Du hast unsere Sammlung mal ein bisschen ausgemüllt. Du hast mal so die Hand ausgestreckt zu Hause in deine Kiste und so ein bisschen was mitgenommen. Ich habe ein bisschen was mitgenommen. Ja, und am Ende haben wir dann halt so, ich würde mal sagen, 100 Spiele mitgebracht. Ja, wir haben jetzt eine kleine Auswahl hier liegen. Ja. Ne, was man alles in einer Stunde zocken kann halt. So, passt bestimmt rein. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir heute einiges kennenlernen. Vielleicht kennt ihr manche Spiele noch nicht. Ich persönlich habe schon ein paar gesehen, wo ich dachte so, oh mein Gott, da ist was an mir vorbeigegangen. Ja. Das kann gar nicht. Andere habe ich gedacht, ah, die alten Zeiten. Ah. Habe ich nur vorhin wieder erzählt, da habe ich ein Spiel, das werden wir auch gleich spielen, saß ich da mit dem Gameboy in der Hand und habe dann erstmal, kennst du diesen Adapter oder dieses Ding, was man auf dem Gameboy draufgeklappt hat, dass du Licht hattest? Mit Lupe. Ja, genau. Natürlich, damit man unter der Bettdecke zocken konnte. Oh, das war so gut. Und dann lag ich da nachts so, meine Mutter schon, geh ins Bett. Ich so, kein Problem, ich gehe natürlich. Und dann lag ich da so, unter der Decke. Also ich habe immer auf dem Bauch gelegen und so. Also, nee, ich lag da immer. Ich war nicht so, ich war immer so. Ja, und von daher muss ich sagen, alte Erinnerungen wohnen wach. Ich hab mich riesig gefreut, dachte so, oh, jetzt nochmal wenigstens noch antesten, nochmal gucken, wie es jetzt läuft. Ich bin auch absolut dafür, dass wir gewisse Spiele hier standardmäßig in die E-Sports-Sendung mit aufnehmen, ja. Weil ich erkläre mich sofort als Moderator bereit, jede Sendung zu machen. Ich würde sagen, verlieren wir eigentlich gar keine Zeit, denn wir haben so viele Spiele, am Ende des Tages werden wir nicht alle durchkriegen. Wenn wir das schaffen, dann müssten wir eigentlich schon, da müssten wir aber sehr flott sein. Dann werden die CSler, glaube ich, aber heute sauer auf uns. Und wir haben zwar jetzt kein Gameboy hier, was natürlich für euch sehr schwer wäre, das alles zu sehen, deswegen haben wir den Super Gameboy. Genau. Also einfach mal den Adapter für Super Nintendo. Und ich habe da schon ein Spiel reingetan. Müssen wir mal gucken. Ja, braucht man ein Bild. Ob wir es hier jetzt gleich sehen. Haben wir ein Bild? Und Bild ist schwarz. Dann restarte mal gerade. Ich guck mal. Ja. So, jetzt müsste was kommen. Wir haben ja gerade noch Street Fighter gespielt. Ja, Street Fighter übrigens 1A. Jeder, der hier in diesem Studio anwesend ist, Kameramänner etc., mach mal ganz Power weg und wieder rein. Das hat eben bei Street Fighter, musste das auch irgendwie mal sein. Wie gesagt, Street Fighter gezockt und das war Sahne. Hat richtig Spaß gemacht. Der Super Game Boy will gerade nicht so recht, ne? Hab ich, oh, nee. Ja, dann pack Street Fighter rein oder okay, F-Zero okay. Oder irgendwie sowas. Ich wollte ja erzählen, was das für ein Spiel ist, aber erst dann, wenn es auch läuft. Deswegen, wenn es nicht will, dann muss ich es halt mal zeigen. Tetris natürlich. Ja, Tetris und ist toll. Ist natürlich eines der ersten Spiele, die wir jemals hatten. Und ich glaube, für jeden, der mal klein war, hat irgendwie auch schon mal Tetris gespielt. Und mir wurden auch so alte Erinnerungen wach und jetzt war klar, dass da wahrscheinlich Street Fighter jetzt drin ist. Klar. Hat er ja gerade halt, ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon unten ist, aber ich glaube 40 Minuten lang gegen jeden hier, gegen jeden Kameramann, gegen alles. Alles, was hier irgendwo rumstand, komm her, spiel gegen mich. Und okay, jetzt. Irgendwie will man uns kein Signal geben. Wir haben es vor 5 Minuten noch gespielt. Ja, nicht mal. Also nicht. Jetzt, ich gehe jetzt mal um die Ecke und ich meine darum. Es kann eigentlich gar nicht sein. Du kümmerst dich da drum. Okay, Dennis kümmert sich drum. Wie gesagt, vor 5 Minuten lief es noch. Es kann eigentlich gar nicht sein, weil die Technik ist ja sowas von alt. Die kann eigentlich gar nicht kaputt sein. Und hat bisher... Jetzt, kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch von zu Hause? Das hier? So. Rein. Funktioniert. Heute am PC zum Beispiel. Ja! Hä? Es geht! Hä? Altbewährte Pusten. Ich hab gerade... Das ist es. Das ja. Ist, stell dich mal vor, wie doof sähe das heute aus, so Warcraft 3 CD. Ja, was machst du denn da? Ja, Pusten hat früher auch immer geholfen. So. Könnte ich mir sehr witzig auf jeden Fall vorstellen. So, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Street Fighter 2 Turbo. Ja, Versus Battle. Und wer war denn damals so dein Liebling? Spielst du gerne mit diesem Pad hier? Das ist dasselbe, oder? Okay. Ich habe hier nämlich das SN Pro Pad. Jetzt bin ich First Player. Also ich war ja immer Ryu, muss ich sagen. Also der langweiligste eigentlich von allen. Aber einfach irgendwie, weil er mich so am meisten so in diese Bruce Lee-Ecke passte. Und du bist Dalsim, der mit den langen Gliedmaßen. Genau. Der war ja mal, der war, ich glaube unter den Pros unter uns war hast du irgendwie einen Stern mehr jetzt als ich? Ja. Dann ist das so schnell vorbei. Lass mal bei 4 oder so. Echt? Ja, sonst machst du mehr Damage. Na gut, dann... Würde ich sagen, geben wir Gas. Okay. Ich habe immer gehört, unter den Pros war Dalsim immer der Beste, wenn man ihn richtig spielen konnte. Weil dann kam der Gegner gar nicht an einen ran. Oh. Ja, ich würde sagen, ich war schon mal dran, ne? Oh. Ja, ich bin ganz schön heißer Typ, wie man sieht.
Ja, wenn du mich nicht rankommen lässt, dann mach ich's halt aus der Distanz. Nein! Oh, das sieht nicht gut aus. Yes! 1-0, aber es ist ja Best of 3. Genau, Pre-Match erstmal hier. Also daran hat sich nichts geändert. Best of 3 immer noch die gängigste. Wenn sich heute jemand fragt, woher es kommt. Ja? Super Nintendo. Oh, ich krieg's nicht hin gerade. Jetzt aber. Fuck. Ich meine, blöd. Ja, schon. Oh. Alter. Hat meiner auch eigentlich irgendwas, was Schaden macht? Also jetzt mal viel Schaden. Ja, die Würfe machen zum Beispiel sehr viel Schaden. Einfach mal ausprobieren, ganz nah an mich rangehen und dann werfe ich dich. Ja, natürlich nicht, wenn du in den. Ja, jetzt sieht es nicht so gut aus für dich. Nein, nein! Nein, ich bin. Nein, doch nicht. Ah. Nein! Ach, da, der Ausgleich. Das APM, das kam auch, glaube ich, von den Mauspads. Der sieht so bescheuert aus, wenn er gewonnen hat. Wart ab, das kommt jetzt noch. Boah, erstmal High Kick direkt ins Gesicht. Ja, ich sag dir, du kommst nicht an mich ran. Deine Tritte sind irgendwie besser als meine, um einiges. Ja, ja, das liegt da. Das ist halt dein Problem. Du hast zwar diesen riesen Range, aber. Du weißt, dass es auch Damage macht, ne? Ja, ja, ich weiß, dass es Damage macht. Darum muss ich da jetzt auch langsam wieder rankommen. Nein. Ja. Ja, ja! Wieso macht denn dein komischer Tritt da mehr Schaden, als wenn ich runterrutsche so? Ja, ist halt so. Unverschämtheit. Rutschen bringt's nicht. 2-0. Naja, 1, aber. Ne? Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ich spiele jetzt erstmal meinen Besten. Okay, dann spiele ich mal den, der sich ganz genauso spielt, aber anders aussieht, weil ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Die beiden spielen sich halt wirklich exakt gleich. Ja, sind das nicht irgendwie Brüder oder? Ja, kann sein. Ja, so, ich bin. Wer bin ich? Ja, du bist der Rechte, natürlich. Natürlich Ryu. Nein! Hat er mich in den Griff gepackt. Nein, das. Oh. Ich würde sagen. Fuck. Ich wusste, ich hab's kommen gesehen. Ich hab's gewusst. So ist das. Ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, ich geb dir mal Vorsprung, ne? Was? So ist das. Immer große Klappe, ne? Und dann, wenn's drauf ankommt. Das haben wir wieder mal Glück gehabt, du. Nein, das war natürlich perfekt, der Konter dagegen. Nein, das war jetzt eine Demontage. Also, habe ich mal die gleich starken Gegner? So sieht das aus. Ich würde sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel, oder? Ja, ich hol's raus. Oder willst du gleich das nächste reintun? Lass erst mal gucken, was wir so haben. Was haben wir denn heute so alles hier? Also Super Mario World ist ein bisschen schwierig, wenn man 1 gegen 1 spielen will. Ja, ja gut, so Toy Story ist halt auch nicht ganz so einfach, aber. Also, ja, ist natürlich Hardcore-Spiel, ne? Ist nicht für jeden, glaube ich, erst ab 18, ne? Also schwierig. Ja, ja, ja. DuckTales für den Gameboy übrigens super lustig, habe ich früher selber gespielt. Ich glaube, es geht auch jetzt wieder. Warte, ich hätte erstmal testen, ob es jetzt auch mit dem Tetris, ja, versuch's halt mal. Ich muss mal rüber. Auch mal reinpusten vielleicht. Ansonsten hätte ich noch anzubieten hier die Super Mario All-Stars natürlich oder Batman Forever. Ja. Ja, The Real Game Begins. Muss eigentlich nur ein Game reinpacken in den Satz und kann denselben Werbespruch wie für den Film benutzen.
Batman und Robin, natürlich ein bisschen schwieriger. Kommt was? Da war was. Was war das? Ah. Streifen. Streifen ist nicht gut. Was ist das denn? Das kenne ich übrigens nicht. Das ist Conker's Pocket Tales. Also ich kenne Conker, aber eigentlich ist der, glaube ich, dann später gekommen für ein N64, ne? Ah. Mortal Kombat ist indiziert. Oh! Es geht los! Ich hoffe, wir können es zu zweit spielen. Ich denke schon. Nee, zu zweit weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht sogar. Two-Player. Au. Aber sowas von. Nein, two! Hörst du den Sound? Ja, kann man den bei uns noch mal ein bisschen lauter machen? Es geht nicht zu zweit. Wir bräuchten zwei Gameboys. Zwei Gameboys, ja. Ja, stimmt, mit dem Kabel damals. Ja. Ja, dann musst du jetzt alleine spielen. Du bist ja der erste Player. Oh, dann muss ich jetzt alleine spielen. Eine Runde. Oh mein Gott. Nimmst du A oder B-Type? Ich glaube, ich spiele über A-Type. Ist mir so egal. Okay. Und Level, fangen wir schon mit was an? Also ich würde ja bei 0 anfangen. Ich liebe diese Musik. Ja. Ja, ich bin absoluter Pro, wie man sieht. Ja, jetzt den kannst du aber noch gut setzen, ja. Ist die Frage, nur. Gerade rein, ja. Ja, ja, der dreht sich irgendwie schneller, als ich denke. Ja, links, links, links. Nein, nein, das ist doch viel zu billig. Oh. Bist du nicht auch immer nur auf 4? Nein! Nein, nein! Wolltest du mir irgendwas sagen? Nein! Das sollte eigentlich. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Ja. Tja. Ja. Kommt noch mal ein dicker Klotz hinterher. Wohin damit? Hilfe! Das hast du aber schon gut verbaut. Jetzt muss ich mal was tun. Jetzt muss mal ein paar Reihen weg. Ja, den kannst du ja vielleicht noch dazwischen kriegen. Ja, ich versuch gerade. Ist jetzt so. Nö, hat nicht geklappt. Oh Gott, sieht das peinlich aus! Was mache ich denn hier? Ich muss jetzt irgendwas zumachen und wieder eine ordentliche Reihe hinkriegen. Sonst wird das nichts mehr. Ich muss mich jetzt mal entscheiden, hier jetzt einfach akzeptieren, dass der Start scheiße war. Und das irgendwie. Also jetzt kannst du ein paar Reihen wegmachen gleich. Ja, ja. Zwei, drei Stück gehen jetzt. Zwei erstmal und dann noch eine gleich hinterher. Das Ärgerliche ist, dass ich mir dabei jetzt wieder dieses Loch so weit zustelle, aber. Ich glaube, ich sollte auf die andere Taste drücken. Weißt du, es gibt zwei, ne? Der dreht immer in eine andere Richtung, als ich zunächst vermute. Du hast schon gute Ausreden parat, muss ich sagen. Ja, ja, klar, habe ich mir vorher überlegt. Zwei Knöpfe und der dreht immer anders. Und aber ich mache Fortschritte. Kleine, aber feine Fortschritte. Und hier kommt gerade die Frage, zeigen wir Tetris auf Giga 2? Natürlich zeigen wir Tetris auf Giga 2. Und mache ich denn jetzt das? Soll ich das jetzt hinstellen? Hier. Jetzt kommen wir in die typische Situation. Man braucht einen ganz bestimmten Stein. Braucht ganz schön lange wieder, um eine Reihe runterzukriegen, habe ich das Gefühl. Ja, ich will halt nicht irgendwas jetzt. Du willst halt was Langes, ich weiß. Ja, du hast mich durchschaut. So, ja, super. Ja, scheiße. Na. Es gibt Wörter, die benutzt du ziemlich häufig, ne? Oh Mann? Habe ich wieder Oh Mann gesagt? Ja, ja, genau. Ich bin jetzt also gleich tot. Ich denke dabei natürlich nur an unsere Sendezeit. Ja. Ich muss sagen, ich muss einmal auch spielen. Ja, bitte. Weil, einfach um zu zeigen, dass nicht jeder so schlecht ist. Es kann nur besser werden, ich gebe es gerne zu. Ja, also, egal, den Highscore braucht keiner zu speichern. So, ich hoffe, ich kann es besser. Welche Knöpfe sind es denn? Okay. Tja. Es kann, wie gesagt, nur besser werden. Als bei mir eben. Ansonsten schaue ich mal durch, was ich hier noch hier liegen habe. Mach das. Return of the Jedi gibt's als Gameboy-Spiel, war mir auch nie bewusst. Ah, oh, das war zu schnell. Nein! Ja, gar nicht so einfach, wie man denkt, ne? Ich mach das immer ganz flott. Quirk! Haben. Quirk ist ein Hammer-Gameboy-Spiel gewesen. Ehrlich. Das mit so einer coolen Tomate, das ist der Hammer. Dann wirst du uns ja gleich was erzählen. Wie das geht. Ja, werden wir sehen. Was ich hier sonst noch alles habe. Oh nein, das ist nicht wahr. Bill & Ted's Excellent Adventure als Gameboy-Spiel. Dieser Film, ich liebe diesen Film. Ja, das gibt's als Gameboy-Spiel, Leute. Ah, ernsthaft, als Gameboy-Spiel. Das ist Quirk. Ja, ja, das ist Quirk. Hier, kannst du auch mal gucken. Ich
Genial. Ich muss eigentlich meine Reihen mal wegkriegen. Mir fehlt Ader. Dennis hat noch nicht ganz so versagt wie ich eben übrigens beim Tetris-Spiel. Aber im Großen und Ganzen, so richtig Punkte geholt hat er auch noch nicht. Ja, aber ich baue das ganze Ding ein bisschen gezielter auf als so. Ja, das war jetzt nicht so cool. Pinball. Ja, Pinball ist cool. Pinball ist Hammer. Pinball, das machen wir. Nein, das Ding muss jetzt hier noch irgendwo hin. Und was ist das? Track and Field Summer Games. Oh, und mal wieso nicht, ne? Hier ist Ball and Kit, was mich übrigens der Weißblut getrieben hat. Und was haben wir noch? Oh, Darkwing Duck gleich zweimal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee. Nein! Nein, das wollte ich so gar nicht. Was machst du? Ja. Oh, das wollte er so gar nicht. Hast du keine gute Entschuldigung, hä? Mist. Ich habe hier irgendwie die Smaragd-Edition oder Feuer oder was auch immer von Pokémon gefunden. Die rote und die blaue Version. Ja. Einfach so. Ich würde sagen, ich habe euch mal gezeigt, wie das geht. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Mal schnell weg, was da so ist. Gucken ne? wir uns einfach jetzt das nächste Spiel an. Denn, was willst du jetzt? Pinball ist natürlich auch sehr geil. Pinball ist Hammer, ne? Es macht super Spaß. Das ist, kenne ich nur den Film, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es gesehen. Das muss einfach mal gespielt werden. Von mir aus. Also es ist so ein Spiel, das ist eigentlich ziemlich stupide. Man hat ja derjenige, der es erfunden hat, der Gib hat halt... Street Fighter, ich nehme das mit nach Hause. Ja, ich glaube, du machst das wirklich. So, Wir sprechen natürlich von The Amazing Spider-Man. Und das war, also wenn es das jetzt ist, das muss es ja eigentlich so sein. Man lief eigentlich immer nur eine Wand hoch. Mit großer Kraft. Ja. Kommt große Verantwortung, oder wie war das? Ja, ja, ja. Oder bedeutet große Verantwortung? Nee, mit großer Kraft kommt große Verantwortung, glaube ich, sowas, oder? Hey, was ist das denn? Ich glaube, dieses Gamer, du hast das Gamer-Ding nicht richtig reingesetzt. Ja, warte du mal, ich mach dich hier. Jetzt kommt wieder der Pustetrick. Ich weiß übrigens nicht, wie furchtbar für euch dieses Pusten klingt, während wir unsere Headsets aufhaben. Da so reinzupusten ist eigentlich etwas, was man nicht macht. Aber bin mir sicher, unser Bild- und Tonmischer, der regelt das schon rechtzeitig. Immer wenn er sieht, dass Dennis so die Backen aufbläst. Ja, die sehen ja immer aufgeblasen aus. Es könnte diesmal funktionieren. Oder? Na, warte. Das wird jawohl, The Amazing Spider-Man. Das ist amazing, weißt du? Heutzutage ist es halt wirklich so. Früher hat sich wahrscheinlich jeder darüber totgelacht. Boah, hast du das Intro gesehen? Diesen Schwimmeffekt? Hello Parker. Oh. Also. Das war noch was, da haben die Oberbösewichte einfach mal angerufen, Bescheid gegeben, wie es ausschaut. Ja. Er hat schon mal Bescheid gesagt, ich mache jetzt alles kaputt. Genau. Vorbei. Well done, Webhead. Und nicht zu vergessen, dieser amazing Soundtrack beim Amazing Spider-Man. Absolut E-Sports tauglich übrigens, wenn ihr mich fragt. Ja, Wahnsinn. Zumindest der Sound. Ich würde sagen, geht es weiter, ja. Ja, du kannst auch mal starten. So, und jetzt sehen wir es hier schon. Ach nee, es ist nicht das. Ach, ist das gar nicht mit der Wand hochlaufen? Du kannst später bestimmt auch Wände hochlaufen. Ich habe, glaube ich, immer ein anderes gemeint. Kann man hier irgendwie auch rumballern? Ja, du musst jetzt erstmal... Hast du irgendwas kaputt gemacht gerade? Ah, das sind einfach nur Score-Punkte, oder? Ja, das ist Hammer, ne? Du hast zwei Leben und du hast Web. Ah, da, jetzt hast du was geschossen. Au. Oh, der braucht einen Low-Kick oder sowas, genau. Mach mal kaputt. Ich glaube, der kann's nichts machen, da muss er einfach nur drüber. Ich glaube, gleich schmiert der Sound ab, so wie der klingt. Was war das denn? Oh, du bist gleich tot. Deswegen piepst das auch so lustig. Ach, Mist. Du bist tot. Komm. Nein. Ja, du hast gerade schon dein nächstes Leben. Jetzt bin ich dran. Oh. Ja, ich musste erstmal reinfinden. Jump. Wow, was geht denn hier? Ja, weißt du, da gehst du direkt dahin, kriegst erstmal einen vor die Rübe. So leicht. Wie schießt man? Das habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Ich muss den da irgendwie da wegkriegen. Ich laufe einfach weiter. Oh. Wow, wow. Geil. Das kann nur ich. Ja. Achso, jetzt muss ich da draufhauen. Was machst du da? Ja, ja, weiß ich noch nicht so genau. Das ist tanzen will der Typ aber nicht. Du läufst einfach über die schlechten Dinger da drüber, ne? Unglaublich. Unglaublich. Oh, da, ich würde sagen, dann bist du wieder dran. Aber ich bin der Einzige, der bisher an der Decke klettern konnte. Das mach ich auch, pass auf. Ja, zeig her. Ja, will ich erstmal sehen. Da oben steht ein Kuchen. Da steht ein Kuchen auf der Fensterbank. Ich glaube, der bringt Energie oder so. Ah, ich weiß nicht, wie man schießt.
Ja, aber nicht. Da musst du drüber springen. Da, ich weiß nicht, wie man die Kellerkinder da kaputt macht. Wie man Kellerkinder kaputt macht, weißt du jetzt? Ich glaube, wenn er geschlagen hat, dann drüber. Wir haben so eine Taste zum Hüpfen. Da ist wieder ein Kuchen. Ich glaube, da muss man erstmal auf diese Box und dann da links rüber hüpfen. Aber irgendwie bist du gar nicht in der Lage, hoch genug zu hüpfen. Da musst du deine Spider sonst was Action benutzen. Jawohl. Ja, du angelst dich. Super. Und wirst gleich mal wieder kaputt gehauen. Kann ich irgendwie nach oben schießen? Das geht irgendwie nicht. Nee, ich glaube nicht. Weg da, ja. Hüpf. Ja, so kann man natürlich auch durchs Level kommen, ne? Oh, Big Boss, Big Boss. Pass auf, nicht ins Gas, nicht ins Gas. Ducken. Links, rechts, oben, unten. Hüpfen. Nein. Au. Du bist tot. Pass auf. Au. Ah. Was soll ich denn gegen Gas machen? Das ist unfair. Gegengasen? Keine Ahnung. Für alle Leute, die Spider-Man noch kennen, wenn ihr es zu Hause noch habt, probiert es einfach nochmal aus. Ich werde mich da irgendwann später nochmal ransetzen. Weißt du, was das Coole an DuckTales war? Nein. Dass dieser Intro-Song halt genauso klingt wie, naja, nicht wirklich genauso, aber er piepst halt genauso rum wie in der Serie. Und ihr glaubt nicht, gerade mal, was ich mir gestern auf YouTube angeguckt habe, nämlich das DuckTales-Intro. Ui. Fragt mich nicht, wieso es einfach passiert. Sendungsvorbereitung. Heutzutage. Ja. Und was hast du denn jetzt so? Was willst du denn jetzt spielen? Kennst du Quirk? Spielen wir mal Quirk. Wenn du unbedingt die Tomate jetzt hier... Was ist das? Das ist so eine Tomate und du bist auf dem Weg, deine Freundin Tomate zu retten. Und man weiß das, zwei Tomaten, ja, die nehmen einiges auf sich für ihre Beziehung. Und werden dann drei Tomaten oder was? Vielleicht mal später, weiß ich nicht. Ich habe den Abspann nicht mehr im Kopf und was da noch so passiert. So. Nee, es ist eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel. Und Going up. Es gibt einen Versus-Mode, den kann man jetzt bestimmt wieder nicht benutzen. Erstmal easy. Ist halt eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel und ist relativ einfach. Siehst du, man muss das nämlich so machen. Und dann kann man solche Dinger hier drehen. Und dann muss man hier wieder so rum, siehst du? So, Level 1, ganz einfach ausgetrickst. Aber da kommt natürlich dann spät. Siehst du, da freut sich dann Freundin Tomate. You did it! Und dann kommt und kriegst jedes Mal einen Code und daher musst du auch die ganze Zeit speichern. Und jetzt, ich glaube, das war zum Beispiel gerade ziemlich dumm. Weil jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ja. Wie kann man jetzt restarten, das Level? Ja, jetzt frage ich mich. Ah, Redo? Also, hätte ich jetzt nur draufklicken müssen, glaube ich. So. Ich jetzt nämlich irgendwie erst den nach da. Dann den nach da, dann kann ich den hoch und dann kann ich durch. Ah! Ja, cleverle, ne? Nicht schlecht. Level dann 3. Machen wir noch ein paar Level, damit wir auch mal sehen, wann es richtig schwierig wird. Ah? Ah? Christian hat's raus. Ah! Haben schon deine Eltern immer gesagt, komm, Geschicklichkeit und so. Ja, ja, klar. Denken. War wichtig. Ach so, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, ich glaube, das Ding muss da irgendwie so liegen, ne? Ja. Ah. Und der war jetzt ein bisschen einfacher. Ja, wird zum ersten Mal mit diesen schwarzen Löchern konfrontiert. Da gibt es dann erstmal so ein einfacheres Level. Genau. So, den muss ich jetzt irgendwie da rumkriegen. Darf natürlich nie passieren, dass ich den ganz an den Rand schiebe, weil sonst kommen wir ja nicht mehr von der anderen Seite ran, um ihn weiterzuschieben. Kannst ja gerne auch mal ein zweiter Level machen hier. Okay. Mal weiter, du hast ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Oh, achso, da fängt was. Ah ja, den kannst du dann auch benutzen, dann kannst du zwei benutzen. Wie? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Drück mal Select oder so, vielleicht wechselt er dann. Nee. Ups, das jetzt hast du Redo gemacht. So. Aber man kann irgendwie den Player wechseln, sodass du dann auch den anderen steuerst. So, okay. Ich muss den Stein darüber bringen. Genau. Das ist das Ziel. Und ich kann nur diesen einen bewegen, ne? Richtig. Das heißt, ist ja eigentlich ganz logisch, man muss erstmal von einem von beiden da in so eine Ecke stellen am Ende und dann den anderen den Stein davor schieben lassen. Wie benutze ich den anderen denn? Ja, weiß ich nicht. Find mal raus. Okay. Es gibt ja nicht so viele Tasten. So, wie kann ich... Noch weiter würde ich nicht schieben, ja. Das hat's versagt schon. Aber wie kann ich denn jetzt... Ach. Erstmal den da unten rein in die Ecke stellen und jetzt musst du irgendwie den anderen steuern. Dahin, genau. Hä? Achso, ja, gut. So, und jetzt den anderen irgendwie. Haha, nein, da war's gerade. Ah, raus. Ach, geh mal da rein, du. So, jetzt wieder wechseln. Ah, auf Select wechseln. Hoch, wieder wechseln.
Jetzt kann der den da reinschieben. Sehr gut. Also es wird immer komplizierter und später gibt es halt richtig heftige Level, wo man dann schon übelst nachdenken muss. Nicht schlecht. Und das macht dann Spaß. Und dieses Spiel macht süchtig, definitiv. Das kann ich mir gut vorstellen. Du merkst es schon so leicht, oder? Du hast schon jetzt keine Lust unbedingt, das nächste Level willst du auch noch machen. Ich würde sagen, gucken wir uns einfach das nächste Spiel mal an, weil wir haben noch so viele. Ja. Was haben wir denn sonst noch? Ja, wir haben Pinball natürlich noch. Wir haben Ball and Kit, das ist sowas ähnliches wie Kirby, von dem wir bestimmt hier auch irgendwas rumliegen haben, glaube ich. Boah, das müssen wir spielen, Summer Games. Summer Games? Aber das ist von, es ist nicht mal so oldschool, 7 Jahre. Oh, also Ball and Kit, da bist du so ein Mädchen und musst so diese Packung gar nicht so leicht auf hier. Kennt ihr diese Plastikhüllen? Kleine Kinder mit 5 haben die schon aufbekommen. Ja, und heute fällt es einem schwer, wenn man 25 ist. Jedenfalls ist ein Jump'n'Run. Und mit der kleinen Besonderheit, dass man immer so Ballons hat, mit denen man fliegt. Und wenn man die kaputt gemacht bekommt, fällt man runter, ist man kaputt. Aber gut gemacht. Was hast du da noch so? Ich hab noch, also wie gesagt, Pokémon. Wir haben natürlich auch Mario. Also Super Mario Land haben wir. Was haben wir hier? Wir haben, ja. Wario Land haben wir auch, ja. Kein M, sondern ein W. Zelda haben wir hier. F-Zero, wir können was gegeneinander spielen. Ja, dann würde ich sagen. Gegeneinander macht. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe es. F-Zero sollte gehen. Ich bin mal stark dafür, dass das geht. Ja, ich auch. Da kommt was. Oh. Ist die Frage, kann man gegeneinander fahren? Drück du mal irgendwie Start oder sowas. Wir konnten nicht ganz so viel. Offensichtlich. Rival Car, ja. Ich kann Versus, ich kann mir so ein paar Gegner raussuchen. Aber nicht dich, ne? Kannst du den jetzt irgendwie steuern, wenn du Start drückst? Nee, ne? Tut sich nichts. Er müsste ja auch Splitscreen sein. Ja. Weißt du, was übrigens ganz toll ist? Ich habe jetzt diesen mit der geilen Panzerung, der aber sonst nichts wirklich Tolles kann. Aber ich hatte eben diesen Blitzstart hinbekommen. Ja, kann man auch sliden immer, ne? Ja, mit R und L oben kannst du sliden. Sprünge sollte man möglichst verkürzen. Oh, ups. Oh, der steuert sich nicht so toll. Wie ich das in Erinnerung hatte. Ja, ich glaube, es liegt nur in Erinnerung. Ja, früher bin ich ja immer den Schnellen gefahren, der Rote, diesen Samurai-Typen. Ja, aber ich auch öfter gefahren. Der war zwar nicht so super gepanzert, aber annehmbar. Und dann kommt da oben dieses Schiff und lädt einen auf. Wenn man lange genug drüber fährt, wohlgemerkt. Kann es sein, dass mein Gegner irgendwie schon weg ist? Ja. Pass auf, den hole ich mir jetzt in der nächsten Ecke, weil jetzt kommt gleich Beschleunigung. So, hier eingesetzt. Jetzt kann man hier nämlich schön drüber abkürzen. Nicht schlecht, sehr schlecht. Ja. Guckst du, ne? So, und jetzt hier ganz geschickt um die Ecke und dann habe ich ihn rausgerumst, ne? Aber sowas von. Schade, dass das jetzt nicht zu zweit geht. Ist ja wirklich schön. Jetzt hier zeigen wir nochmal das geile Schiff da oben. In diesem Special Effekt à la 1900, weiß ich gar nicht. 87, 88. Nee, dann wäre ich ja 6 Jahre gewesen, als ich das gespielt habe. Ja. Moment mal. Könnte sein. So, wieder Turbo eingesetzt, damit man hier keinen Speed verliert. Und dann kann man schön Strecke. Ist Mute City 1 die einfachste Strecke vermutlich sogar? Aber hast du gesehen, wie schön ich das schon abschätzen kann mit dem. Du kannst ja gleich auch mal fahren. Also du hast heimlich geübt. Ich gehe zu, F-Zero war drin, als ich eben runterkam ins Studio, habe ich eine Runde gedreht hier. Ah. So. Aber da ist schon wieder. Wow! Das war dämlich. Gleich mal Turbo eingesetzt. Und Gegner weg. Das war nicht gut. Ich glaube, du hast noch eine Runde vor dir. Ja, nach dem hier noch eine. Ist mal die Frage, vom Gas gehen oder nicht? Ist natürlich bei F-Zero so eine Sache. Nie vom Gas gehen. Ah doch, ich glaube, in dieser letzten Kurve lohnt sich das. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Energie verloren. Man weiß ja, wenn man keine Energie mehr hat, dann sieht das nicht gut aus, dann explodiert man schlicht und einfach, ne? Ja, das ist meiner Schwester mal passiert. Die ist immer explodiert. Ich habe immer versucht, meinen Bruder explodieren zu lassen. Gerade bei den späteren F-Zero-Teilen konnte man ja dann so richtig schön bewusst rammen, was hier noch ein bisschen schwieriger war. Und dann war mein Bruder aber leider gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Oder wie ich eine Erinnerung hatte von früher halt. Ist ja auch älter geworden. Das kann eine gute Runde werden. Boah! Nein! Nein!
Zweiter, ich fass es nicht. Ich fass es nicht auf der Zielgeraden. So was habe ich auch und es war trotz, häufig gesehen. Und es war meine, nee, war nicht meine schnellste Runde, die zweite war schneller. Was hast du für Runden gefahren? 33 irgendwas. 33, ja stimmt, irgendwas. Ja, du kannst jetzt change, try again. Okay, selbes Auto, selbe Strecke. Das heißt, gleiche Voraussetzungen. Und meine Gas geben ist gelb, ist also unten rechts, ja. Und der Turbo ist die Taste rechts daneben. Oh, okay. Ja. Ne, L und R sliden und ansonsten. Was war da? Turbo? Turbo ist einfach kurz nach rechts mit dem Daumen. Aber du kannst ja erst ab der zweiten Runde einsetzen. Du bekommst ja pro Runde ein Turbo dazu. Falls ihr euch noch erinnert. Naja. Den Jump muss man ja gar nicht mal unbedingt nehmen, ist ja eher schädlich sogar. Weil man kann halt viel passieren. Aber ganz nett, um langsamere Gegner zu überholen. Wieso ist denn der so schnell? Das hat mich auch gefragt. Boah. Ja, es slidet ganz schön, ne, wenn man nicht richtig steuert. Ja. So, jetzt hast du deinen ersten Turbo und kannst natürlich einsetzen, wenn du möchtest. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mein Super Nintendo mir mal wieder besorgen. Ja, ich habe das damals irgendwem verkauft. Ich weiß auch nicht mehr, wem. Früher dachte man durch drüber nach, aber... Ja, damals gab es dann das nächst bessere und dann war halt okay, ne? Wo muss ich drauf drücken? Einmal nach rechts? Ja. Oder was? Jetzt hast du. Speed geht hoch auf 500 irgendwas. Natürlich in den Kurven wieder ein bisschen runter, deswegen sollte man mit Turbo möglichst viel geradeaus fahren. Wow. Nein, nein. Doch weh. Also ich glaube, meine beste Rundenzeit hast du schon mal nicht geschlagen jetzt in der zweiten Runde. Ich kann schon mal nachgucken, was wir sonst noch hier haben. Ja, erzähl mal, also wir haben ja noch ein paar Spiele da. Ne? Wir haben ja noch einiges. Also Pinball müssen wir auf jeden Fall gleich auch mal spielen. Wir haben übrigens einiges sogar doppelt, sehe ich. Also ich habe mich gerade selber ins Aus katapultiert. Ja, ja, das ist immer toll. Was man bei dieser Grafik auch nicht wirklich erahnen kann, ist ja, dass diese Strecke eigentlich über einer Stadt schweben soll. Das heißt, diese komischen Texturen rechts und links sollen ja die Städte sein, die da drunter liegen. Das wird einem auch erst bei den späteren Versionen von F-Zero klar. Ich habe übrigens F-Zero zu Hause liegen für den Gamecube. Das macht auch tierisch Spaß, muss ich sagen. Das müssen wir mal ausleihen. Also hast du ein Gamecube? Ja. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Ich glaube, es gibt keine Konsole, die ich mir nicht holen musste. DuckTales könnte man eigentlich mal reinlegen. Ist zwar Singleplayer, ist halt Gameboy. Ansonsten für Super Nintendo schlage ich unbedingt noch Mario All-Stars vor. Aber ist halt eben auch nur... Sag mal, ich kann gar nicht gegen den gewinnen, wenn ich jetzt kein Turbo mehr habe, habe ich das Gefühl. Dürfte schwierig werden. Wie viele Runden hast du noch? Noch eine nach der hier. Oh, das kannst du aber schaffen. Jetzt hast du ja wieder ein Turbo. Und ein ganz heißer Tipp, setz ihn etwa dann ein, wenn du an dem Sprung bist. Fahr am Sprung vorbei, setz ihn ein und dann über diese grauen, gestrichelten Dinger fahren zweimal. Dann bist du vorbei. Dann musst du halt die letzte Kurve gut kriegen und dann... Ah, nein. Okay, du bist drüber gefahren. Jetzt hast du eingesetzt und jetzt... Okay, und jetzt musst du die letzte Kurve gut kriegen und dann packst du es. Oh, ich glaube, das hat nicht gereicht. Nein, das kann nicht sein. Was mache ich da für einen groben Fehler? Und insgesamt auch übrigens 4 Sekunden langsamer als meine Wenigkeit. Ich bin auch eine 33er gefahren. Wo denn? Ah ja, 33, 66. Könnte sogar fast genauso schnell gewesen sein wie meine schnellste. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Naja, 62 war meine. 33, 62 ist meine schnellste. Und meine war 63? 66. Ach, 4. 400. Also. Ne? Ja, aber das ist es jetzt, weil ich weiß genau, er hat jetzt tierisch Lust, diese 400 zu Loch zu schlagen. Ja. Und diese Lust weiterzuspielen, die werde ich dann nachher. Zeichnet diese alten Spiele aus. Also, wir haben hier Pinball, wenn du möchtest. Also, Pinball, ja. Ja. So DuckTales für einen Gameboy, auf jeden Fall allein schon wegen der Musik genial. Ich würde ja am liebsten mal Pokémon reinschmeißen und mit Ash Ketchum das erste Pokémon aussuchen und dann mal kämpfen. Du willst einen Pokémon-Kampf machen? Ja. Pass auf, einmal DuckTales Titelmelodie und dann Pokémon, okay? Ich kenne die Musik von Pokémon nicht mehr. Gibt's dann? Gab's da bestimmt irgendeine Musik? Ich kenne die von DuckTales halt noch. Ah. Ja, muss immer ein bisschen mehr pusten. Ich muss ein bisschen mehr pusten. Hauptsächlich, glaube ich, im Spiel. Aber sonst, also wir haben auf jeden Fall noch einige schöne Spiele. Ich würde auch gleich mal, glaube ich, hier dieses Winter Games oder wie es hieß. So, lass mal schauen. Oh nee, wir haben sogar Wacky Sports. Kennst du das noch? Gib mir mal die andere DuckTales. Wir haben hier zwei.
Ja. Kennst du Wacky Sports? Wacky Sports habe ich, glaube ich, nie gespielt, ne? Hier, mit Bunny, Bugs Bunny und... Ach so, ne, mit den Tiny Toons. Ja, genau. Siehst du, die DuckTales-Version funktioniert. Mit dem Crazy, wie hieß der nochmal, Tasmanische Teufel. Ja, und Tess. Tess. Hieß er. Und wie hieß nochmal die Freundin von Bugs Bunny? Sie sind ja geheimnisvoll. Das erste ist erstmal auf easy. Ja, sorry. Ey, stimmt, daran kann ich mich aber noch richtig gut erinnern, wie ich das gespielt habe. Konnte man die nicht irgendwie... Ja, wenn er seinen Stab so da drauf gemacht hat. Ja, genau. Ja? Ist das herrlich. Den kann man auch schieben, glaube ich, oder? Ja. Boah, das ist alte Zeiten. Warte mal, da war doch dieses... Ja. Wie komme ich da hin? Frage beantwortet. He has been kidnapped. Save him, please. Und man konnte hier in diesen Spiegel rein, oder? Ich glaube auch, ja. Oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Vielleicht später kommt man da zurück oder so. Okay. RIP erstmal, da. Ich finde das ja so genial. Das hat ja. Kann man nicht manchmal welche rausnehmen, ne? So lange her. Und man sieht einfach, wie agil Donald Duck halt noch ist. Ja. Ja, er war ja schon immer so ein... Irgendwie kann er jetzt gerade nicht springen. Ich glaube, da konnte man teilweise was mitmachen, ja, mit diesen Viechern. Ich glaube auch. Ja, du kennst alle Geheimwege da. Aber hallo. Oh, da ist der Wagen, mit dem musst du fahren. Oh! Ich kann mich ducken. Ist auch ganz wichtig, wie man sieht. Nein! Ja, ducken ist schon das eine, ne? Springen. Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang. Also, ne? DuckTales halt. Aber Spaß gemacht. Ich würde sagen, hauen wir direkt das nächste Game rein. Ja, komm, ich mach das. Ich weiß gar nicht. Machen wir erstmal. Ich will Pokémon spielen. Was hast du? Pokémon Blau. Blue Edition. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen Rot und Blau war. Ja, ich glaube halt die Pokémon, die da drin vorkommen, oder? Oh, Blau will er nicht. Hm. Ich hoffe, das Spiel möchte noch. Aber wir haben noch die Rote Edition. Ja, also für den Fall der Fälle. Gucken wir mal. Nee, nicht dann so. Wir nehmen einfach die Red Edition. Hier, ich habe gerade mal... Beide mal gepustet. Ich muss ja dazu sagen, ich habe beide Versionen durchgespielt. Will er auch nicht. Was ist denn heute los mit unserem Super Game Boy? Ich will das ganze Ding nochmal da durchpusten, durchleuchten. Ja, auch da reinpusten habe ich auch immer gerne gemacht, ja, früher. Ja. Auch mal pusten. Was habt ihr denn heute so auf der Arbeit gemacht? Bisschen Game Boy Spiele gepustet. Kein Ding. So. Komm, jetzt lass nicht hängen. Na, aber Nintendo ist deutlicher zu lesen als zuvor. Ich glaube auch. Ich komme schon ein bisschen doof vor, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Aber. Das sieht undeutlicher aus als vorher. So wie, ne? Naja. Panflöte. Achso, ich dachte eher an Flaschen. Ja, das auch. Oh, ho, ho. Jawohl! Oh mein Gott. Panflöte hat's gebracht. Das ist ja die Technik beim Pusten, die zählt. Ja, das war zweideutig, sorry. Willst du nicht den First PR haben? Oh, guck diesmal an. Achso, ja, stimmt, das wäre nicht schlecht. Oh, wie gut das ist. Oh, ich muss ganz ehrlich gestehen. Wie heißt das kleine Vieh da nochmal? Glurak ist ja ganz groß. Glumanda? Glumanda, genau. Genau. Das ist Sichelor oder sowas. Das ist Shigi. Shigi ist das. Nein, dieser Samen. Shigi ist Wasserding. Achso, ja, oh, das sorry. Das ist Ahem. Pferdchen. Pferdchen. Das ist Tauboga ist das. Ist das Tauboss sogar, oder? Ist das der größte oder, schon? Ich weiß nicht genau. Was das ist das denn? Kaninchen. Du hast keine Ahnung, oder? Glumanda. Ja, mach weiter, die hatten wir jetzt alle schon. Wie gesagt, ich kannte früher alle Pokémon. Wie weiter? Hier hat jemand ein Safe Game. Oh. Sollen wir mal weitermachen? Welche Taste hast du gedrückt? Gelb. Gelb. Siedler Ash, 8 Orden schon.
und 43 Pokédex seit 15 Stunden anscheinend schon gespielt. Das ist ja, es ist ja vom Uli, habe ich gehört. Ach so, die rote Edition ist vom Uli. Tja, dann. Kann ich da jetzt weitermachen? Weiß ich nicht. Ah, jetzt. Start halt im Zweifelsfall. Jetzt hat sich das Spiel ist zumindest gelb geworden. Ist wieder weiß. Wir machen einfach ein neues Spiel. Wir wollen ja auch von Anfang an. Das ist Professor. Eich. Eich. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Haha, wie originell. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Super. Kleines Intro, ist immer schön. Ich war immer der Typ, ich musste so schnell wie möglich anfangen. Ja, ging mir ganz genau. Was ist das denn? Donkey Kong Land 2. Oh. Donkey Kong von Rare, ja, entwickelt für Super Nintendo. Damals grafisch eines der besten Spiele überhaupt für den Super Nintendo. Ja, mit sehr vielen coolen Effekten. Ich hab's früher auch wie ein Verrückter gespielt. Ich hab's natürlich durchgespielt auch. So, weiß nicht, ob's bei dir auch zum Durchspielen gereicht hat bei Donkey Kong. Ja. Einfach genial mit seinem kleinen Freund. Wie lautet mein Name denn? Dein Name lautet Rot. Rot finde ich unheimlich originell als Name. Jack war ja immer der andere da, oder? Es war doch immer der. Ash war doch, hat's auch am Anfang so ein Pokémon davor auch eins bekommen. Die sind immer gleich, sozusagen gleich. Genau, ja, gleich. Der andere ist aber immer so ein bisschen erfolgreicher, ne? Und Ash versucht immer hinterherzukommen, aber der andere ist halt rücksichtsloser und nicht so liebenswert wie Ash. Mit dem ja alle sofort immer gleich irgendwie Freundschaft schließen wollen. Tja, ja. So, was habe ich hier noch? Auch Darkwing Duck haben wir hier zweimal liegen, fällt mir dabei auf. Und natürlich. Ah, dies ist mein Enkel, genau. Er war Enkel sogar. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Ist auch ganz cool, dass man eigentlich die eigene Story sofort. Gary, hieß der Gary? Heißt er jetzt Gary. Gary ist, glaube ich, sogar richtig. Was auch cool ist, da wird nicht irgendwie gefragt, so, da entwickelt sich. Das ist sein Neffe oder das war Enkel und er meinte, ach, stimmt, dein Name war Gary. Ist auch, dass der Opa den Namen nicht mehr weiß. Ich wollte gerade schon sagen, es ist nicht so, dass irgendwie groß eine Story entwickelt wird. Nein, der Professor sagt am Anfang, ihr beide wolltet seit ihr euch kennt, wolltet ihr euch übertrumpfen. Das hat man dann so zu akzeptieren. Ne? Okay. Da muss man dann mitleben. So, geht's jetzt mal los hier? Ja. Okay. Jetzt musst du irgendwie Pokémon aussuchen erstmal, ne? Na, Mutter? Mutter? Irgendwie kannst du das da umstellen. Aber das hat, glaube ich, eher was mit dem Super Game Boy zu tun und nicht. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Wie uns Pokémon zeigt, meistens so im Alter von 12 bis 14 Jahren. Ja. So, das müsste Professor Eich sein. Haus von Gary, nicht direkt. Das Große bestimmt. Ah. Ja, Dennis versucht das Schild zu treffen. Weil jetzt versucht das zu lesen. Ja, genau. Und dann kann man da reingehen, da muss man sich, glaube ich, entscheiden. Das Traurige war ja. Glumanda, Shiggy oder Bisasam. Genau. Ne? Das sind am Anfang. Man kriegt kein Pikachu, was ich eigentlich sehr seltsam fand damals. Ja, das ist halt die Serie, ne? Ja, und ich meine. Na, what's up? Opa ist gerade nicht da. Also, den muss man jetzt erstmal irgendwo finden. Es ist ja ein Adventure. Also ein richtiges. Spielen mit rumlaufen, Aufträge erfüllen und so Späßchen. Und halt vielen, vielen Pokémon-Fights. Dauert seine Zeit. Super Mario World mit Yoshi und dem Umhang. Oh ja. War das herrlich. Ich muss ja sagen, wo war denn Professor Eich? Der wird wahrscheinlich noch in einem anderen Haus rumlaufen. Da muss man jetzt erstmal irgendwas machen zu Beginn, oder? Immer wieder überragende Soundqualität natürlich. Alabastia war natürlich die Stadt, wo er herkam. Genau, in der einen aufregende Abenteuer erwarten. Sprich doch mal der Schneggsche da an. Mal gucken, was sozusagen. Ich Schneggsche, was ist los? Ich zieh gerade aus hier, oh ja, ich bin 14 Jahre und mach jetzt erstmal die Fliege zu Hause. Was geht? Bin ich selbstständig oder was? Ich glaube, der ist bestimmt bei Gary drin. Der ist Garys Mama wahrscheinlich oder Schwester. Man erfährt's gar nicht. Geht's irgendwo aus der Stadt raus, unten oder so? Nee, aber ich weiß, dass hier, der muss uns noch was erzählen. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Ja, das sehen wir in diesem Spiel. Ja. Hast du mit allen geredet? Da geht's bestimmt irgendwo raus. Da, kein Opa da, ne? Man bekommt natürlich auch erstmal überall Einführungen, wie das Spiel so funktioniert. Also wenn du jetzt gleich den Professor nicht findest, dann müssen wir was anderes machen. Ja, definitiv.
Die, vor allem kriege ich so langsam einen Ohrwurm und den will ich beim besten Willen nicht. So, ich bin dann ganz stark für Super Mario World. Oder Donkey Kong Land. Für den Game Boy. Ich puste schon mal in beides rein. Vorsichtshalber. Oh, da kam mir wirklich Staub entgegen. Ah nein, ich will sie noch nicht mal lesen. Ich nochmal. Bringt eure stärksten Pokémon mit. Du hast ja noch nicht mal eins. Ja. Aber wäre ich aber sauer jetzt hier. Ich will mein Pokémon haben. Auch immer schön, was ich hier zum Beispiel daran sehe. Da hat jemand auf Gremlin 2, auf diese Verpackung, so Aufkleber draufgeklebt. Von Aladdin sind die in diesem Fall. Ja. Also, man hat sich damals schon Mühe gegeben, seine Sachen zu schmücken. Und wenn die von Uli sind, dann werde ich ihn gleich erstmal tierisch auslachen. Da ist hier der Genie, der Papagei, wie auch immer der hieß, der Sultan und Aladdin, versteht sich. Wie hieß denn der Papagei? Wazoo. Der Affe. Irgendwas mit Wazoo oder so. Wie hieß der Papagei aus Aladdin? Einmal bitte in die Comments schreiben. Wir werden es nach der Sendung allerdings erst lesen können. Ah, endlich. Aber man muss einfach so tun, als ob man gehen will. Schon kommen sie angerannt. Wilde Pokémon leben im hohen Gebüsch. Ja, das kenne ich. DuckTales 2 ist hier übrigens auch dabei. Nicht nur eins. Ist bestimmt der Sound noch besser. DuckTales 2, habe ich das überhaupt jemals gespielt? Na, ich glaube ich nicht. Es war schon wieder zu neu. Aber ich fand eins halt so genial. So, jetzt ist es soweit. Die Spannung steigt. Du hast dir echt das spannendste Spiel ausgesucht, um lange zu spielen. Für den ganzen Text, die wir da durchrattern. Man merkt schon, du legst sowieso nicht so viel Wert auf den eigentlichen Text. Ich lese die ganze Zeit, also. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa, und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Ja? Das darfst du wählen. Die Frage ist, wo ist welches drin? Ja, das weiß man nie, oder? Weiß man das? Shiggy! Nach der Geburt bildet sich auf Shiggys Rücken ein Panzer. Möchtest du Shiggy das Wasser-Pokémon? Nehmen einfach mal Shiggy. Ash erhält Shiggy. Nein, Shiggy bekommt Shiggy. Ja, ich wollte gerade sagen, Shiggy ist Shiggy. Und er nimmt was? Was hat er? Bisasam. Eigentlich ja fies, dass er eins von den dreien bekommt, weil irgendwie die gehörten für mich immer zu alle zu Ash. Oh, er fordert mich heraus. Okay, also ein Fighter. Ja, den kriegen wir noch hin. Cooler Effekt. Ich wette, ich verliere jetzt. Weil am Anfang muss man gegen den Typen wahrscheinlich verlieren. Man hat halt noch keine Ahnung, ne? So, wie viele Hitpoints? 19. Item, Flucht, Tackle oder Routenschlag? Erstmal ein Tackle. Okay, getroffen. Auch ein Tackle. Noch ein Tackle. Also im Grunde muss er als erstes sterben. Naja, er hat jetzt eine bessere Attacke eingesetzt. Und deine Angriffsstärke dadurch sinken lassen. Oh. Oh. Seine Verteidigung sinkt, was auch immer. Jetzt aber. Naja, ich weiß nicht so genau. Es wird knapp. Du hast noch 9 Punkte. Oh, Heuler. Er darf irgendwie zwei Sachen gleichzeitig einsetzen, ist fies, ne? Ja, auch so das Gefühl. Dein Angriff wird auch irgendwie immer schlechter, weil jedes Mal dein Angriff sinkt. Attacke schlägt fehl, Shiggy tackelt. Oh. Also wenn das nicht E-Sports tauglich ist, weiß ich auch nicht. Wenn der Tackle jetzt ankommt, ich glaube, der kam jetzt an. Jawohl, ich glaube, du hast gewonnen. Ja. Eiskalter Sieg hier. Shiggy schlägt Bisasam in einem Best of One Pokémon auf dem Super Game Boy. Shiggy erreicht bei Giga 2. 6. Kriegst du sogar ein Level up. Ash besiegt Gary. Ha, anders hätte es nicht sein Respekt. Können. Was unmöglich, ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ash gewinnt auch noch 75 Pfund oder was ist. Punkte, was auch immer. So, komm, mach mal raus da. So, jetzt aber. Was haben wir denn noch? Ja, Super Mario World oder Donkey Kong? Was ist mit Pinball? Ja, ist auch noch hier irgendwo. Da, das Pinball. Sollen wir Pinball mal kurz reinstecken? Ja, mach mal. Ah.
Was immer gefährlich ist, wenn man aus Versehen ein bisschen spuckt dabei, wenn man reinpustet, ja, dann ist schlecht. Ist die Technik kaputt. Das funktioniert auf Anhieb. Wir haben ja hier nach auch nochmal eine Oldschool-Stunde. Du hast, gerade die ganze Zeit Pokémon gespielt. Jetzt gleich haben wir nämlich noch ein bisschen Shooter Oldschool. Und ich habe schon gehört, da werden so einige alte Spiele über Steam gespielt. Bin sehr gespannt. Oh, jetzt geht's los hier. Okay, warte mal. Ja gut, man muss halt schon stark genug sein, das Ding mal hochzukriegen. Ich muss gerade erstmal rausfinden, wie diese Hebel funktionieren. So funktioniert der rechte, so funktioniert der linke. Und jetzt müsste das Ding eigentlich auch kommen. Didi. Ganz toll war auch der Soundtrack dabei. Ich frage mich ja manchmal, heutzutage gibt es ja auf Handys sogar so, solche Spiele mit besserer Grafik. Warum die dann nicht einfach solche Spiele einfach nehmen? Wow. Jetzt ist nämlich das Tor da oben auf. So, wenn ich den jetzt hier fange, pass auf, so. Und jetzt da oben rein. Ah, shit. jetzt aber nochmal so. Oh, das wurde was. Ja, siehst du, jetzt bin ich hier nämlich in diesem Bonus-Stage drin. Jetzt muss ich hier diese... Nein, Mist, jetzt, siehst du, verschwindet der nämlich wieder. Wenn ich die alle voll kriege... Nein, nein! Puh. Nein! Aber jetzt. Nein, den mittleren! Tja. Da oben habe ich auch schon 2 Herzen, was glaube ich ganz gut ist, von 4. Ja. Boah, das war knapp. Aber du kannst ja gar nicht den Ball verlieren, wenn der Typ da in der Mitte immer ist. Ja, ja, das habe ich mir halt schon erarbeitet. Na, jetzt ist der aber weg. Das ist ja das Schöne an diesem Pinball gewesen, es war relativ sicher. Man hat nicht so viele Misserfolge gehabt. Okay, so viel dazu. Da, jetzt muss ich da in diesen Münder rein, ne? Jo. Das Problem ist, der ist immer noch da. Jetzt bin ich wieder oben. Und bin ich wieder unten. Tolle Sache, das. Und ich weiß noch nicht, ob ihr es wisst. Der Dave hat sich heute jemanden eingeladen, den wir wahrscheinlich in Zukunft etwas häufiger sehen. Und von daher solltet ihr euch auf jeden Fall hinsetzen, dranbleiben und auch hier nach dieser Stunde weiterschauen. Es lohnt sich definitiv. Nette neue Gesichter, von daher hier bleiben. Ja, es läuft. Oh, jetzt ist die Zeit abgelaufen von meinem Krokodil da unten. Jetzt habe ich schon 3 Herzen. Nein! Geh da rechts rein. Ist gar nicht so einfach. Ich guck schon mal, was ich noch sonst so finde. Ja, mach das. Ich mache echt Fortschritte hier. Wenn auch kleine, aber kontinuierlich. Das ist echt praktisch, wenn man dieses Ding da unten drin hat. Der Kid Icarus. Kid Icarus meinst du? Ja, ist doch Kid Icarus. Hauptsache Kiddy in das Wort rein, ne? Von Mythen und Monstern. Ja, Kid Icarus natürlich auch. Ich würde ja am liebsten jetzt Summer Games spielen gleich. Lass dich nicht aufhalten. Wir müssten aber, glaube ich, gleich anfangen damit, ne? Ah ja, das sollte kein Problem sein. Darfst du das letzte Herz dann noch finden? Vielleicht kriegst du ja doch noch hin. Na ja, gut, sieht nicht gut aus. Bonus Stage! Ach, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Ich muss sagen, es reagiert etwas schwerfällig, das Ganze, aber man muss das Krokodil da oben ja abschießen. Echt? Willst du nur das Krokodil? Na, dann krieg ich mal halt super viele Punkte. Das wäre das Einfachste. So, es fällt halt immer noch nicht runter. Ich glaube, jetzt so langsam sicher. Oh nein! Nein! Also, das kriegt noch nur der Christian Wopen hin, da noch das Krokodil nicht da unten zu kriegen. Ey! Ja! Oh. Yeah. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass nicht alle 3 gleichzeitig verschwinden, sonst ist es nämlich wieder weg. Und dann kann man hier, wenn man dann da durch ist. Nein! Wenn man diese ganzen Haken da weg hat, die da so in den Ecken sind, diese kleinen Zähne, dann passiert auch irgendwas. Ich glaube, dann geht dieses Tor auf. Das ist ja das Schöne an diesem Pinball gewesen. Einfach
Ja. Selbst für jemanden, der nicht ganz so Pinball erfahren ist und man kriegt relativ wenig Misserfolge und kann lange mit einem Spiel beschäftigt werden. Weil es gibt auch ein paar Aufgaben, die man so erfüllen kann. Yes, sir. Ja, manchmal hat man auch Pech, glaube ich. Ah, jetzt ist man nämlich mit einmal wieder ganz unten. Ja, und jetzt mal wieder in der Bonus-Stage, also, ne? Ich würde sagen, du machst ja auch nochmal das Krokodil platt und dann gucken wir uns nochmal Summer Games an. So, jetzt, wenn es gleich wieder da ist, dann fällt es eigentlich da runter. Da muss ich nur bereit sein. So, jetzt. Ah! Ja, ich würde sagen, Summer lass Games, das, ne? Lass das, das. Das sollte der Christian nochmal zu Hause. Alle Herzen voll gekriegt, das wolltest du doch noch. Dann war jetzt Summer Games. Hat Spaß gemacht, mal wieder Pinball. Jawohl. Einmal Summer Games, bitte. Mann, Mann, Mann. Einmal pusten, würde ich sagen. Hast du vergessen? Ja, ich glaube schon. Ich sag mal wieder. Ich werde mir gleich mal einige dieser Spiele ausleihen für zu Hause. Ah, jetzt habe ich. Herrlich. Ja? Ah. Man sieht das immer schon, wenn das Nintendo nicht richtig geschrieben ist. Ansonsten ist ja irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch weiß, aber das könnt ihr mal in die Comments schreiben, weil ich würde selber gerne wissen, wie viel MB oder genau genommen Kilobyte auf so einem Modul drauf waren. Ja, weil es war nicht wirklich viel. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens ein halbes MB oder so, für 500 Kilobyte. Das war einfach eine andere Zeit, ne? Und dann so ein Plastikding dafür. So, das ist gar nicht so lange her. Für uns ist natürlich schon irgendwo oldschool, aber ich glaube, für unsere Mama und Papa und für alle anderen. This game is Gamepack is especially designed for Game Boy Color. Dann geht das nicht mit dem Super Game Boy. Wie, kannst du das jetzt nicht umstellen? Ich weiß es nicht. Der muss doch als Game Boy Color zu gebrauchen sein. Ja gut, Game Boy Color war wahrscheinlich besser als ein Super Nintendo. Das kann natürlich auch sein. Ja, da haben wir hier ein falsches Spiel bekommen. Dann können wir nichts mit anfangen. Was haben wir denn sonst noch? Ja, du kannst immer noch Donkey Kong reintun oder Mario World. Mario World, wie lange? Das dauert relativ lang, oder? Du kannst das erste Level anfangen. Ja, dann komm, lass mach was. Und es ist ein Super Nintendo-Spiel, das heißt, es wird funktionieren. Und das ist das Spiel, was immer dabei war, schon von Anfang an. Richtig. Das ist der Super Game Boy übrigens, kennt ihr bestimmt noch. Ja. Auch so ein Riesenteil, ja, nur um hier dann die Game Boy-Spiele reinzustecken. So, hier sehen wir schon, hier sind. Ich fange mal Erase das Schlechteste an. So. Kannst du da die ganzen. Empty. Geheimdinger und so. Oh, lang ist her. Ich kannte die mal, ja. Ja. Dinosaurierland, hallo. Und es gibt Yoshi und es ist okay. Wieso geht das nicht weiter? Falsche Taste, Start oder so. Oder ey, was weiß ich. Ich habe alle ausprobiert. Wie, du hast alle ausprobiert? Oh. Okay. Da musste man diese verschiedenen Level im Prinzip so, man konnte sich verschiedene Wege sogar wählen, was ganz cool war. Und. Ja, nicht schlecht. Wie ihr vielleicht schon mitkriegt, wir nähern uns dem Ende, aber natürlich haben wir noch Zeit, mal eben aufs Yoshi zu springen. Hooray, thank you so much. Und Yoshi, wir befreien ihn und seitdem ist er uns hörig. Ja. Das ist gut. Ups, jetzt fäll ich nochmal. Jetzt kannst du da, genau, jetzt kann man Tiere fressen und Bären. Und wenn man genug gefressen hat, kann man auch so, hat man so Eier, glaube ich, hinter sich herziehen, ne? Nee, dann kann ich sofort abschießen, oder? Wie war das nochmal? Oh, da kommt. Nein. Yoshi läuft dann weg. Nein. Ja. Ich habe hier die Hälfte des Level gerade geschafft, aber ich schon die erste, Speicherstadt ist, glaube ich, sogar. Ja, es ist so ein kleiner Speicherpunkt in der Mitte des Levels. Naja, also, uns macht Spaß, ne? Ja, wir sind, glaube ich, zumindest was Super Nintendo da angeht, erstmal durch. Wir haben jetzt mal ein bisschen Oldschool-Shooter-Bereich. Team Fortress Classic kommt heute, glaube ich, dran, unter anderem. Und wir sind natürlich jetzt gleich wieder dabei für euch mit dem Dave und dem Rico. Bin sehr gespannt, neuer junger Mann für euch. Viel Spaß gleich mit den beiden und bis. Guitar.